Hallo alle zusammen, hier ist das Cerankochfeld mit den Doppelplatten. Wir haben hier vorne, wenn man sich das anguckt, eine einfache Bedienung. Das Cerankochfeld wird hier angeschaltet. Ich kann dann hier die Stufe von 1 bis 9 verstellen und habe hier noch die Möglichkeit zu sagen, ob ich die untere oder die obere Pfanne letztendlich gerade bedienen möchte. Das ganze Teil kann eingebaut werden. Ich zeige mal kurz die Unterseite, so sieht das Ganze aus hier. Und so kann ich eben ein Loch in meine Arbeitsplatte schneiden, das Ganze reinheben und mit dem mitgelieferten so Metallschienen kann ich das dann einhaken, sodass das schön bündig dann auch hier mit der Arbeitsplatte eingebaut wird. Angesteckt wird das Ganze einfach hier über die Steckdose und ich möchte natürlich einmal kurz zeigen, was hier rauf passt. Also das ist ein Standard-Kochtopf und man sieht vielleicht, der passt sehr gut drauf. Allerdings sieht man auch, dass hier so ein bisschen was frei bleibt von dieser Platte. Das heißt, die Platte ist ein ganz kleines bisschen größer als dieser kleine Topf. Das macht aber nichts. Und ich habe hier noch eine größere Pfanne. Ich glaube, das ist ein Standard 28er. Wenn ich die hier drauf lege, sieht man aber auch, die passt nicht ganz drauf. Das heißt, die Kochplatte hier ist ein bisschen kleiner als die Pfanne. Aber die wird wahrscheinlich trotzdem warm, das probiere ich gleich nochmal aus. Ja, also die Pfanne, die Kochplatte geht bis hier, die Pfanne geht dann ein bisschen rüber. So, aber es ist noch, sage ich mal, möglich, hier das wahrscheinlich gut zu braten. Was mir noch aufgefallen ist, ist hier so ein bisschen die Oberfläche. Die ist leicht strukturiert, wenn man das im Video sieht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dadurch eben auch ein bisschen mehr noch aushält, nicht ganz so kratzempfindlich ist und dadurch natürlich das Kochen einfacher geht. Also Fingerabdrücke zum Beispiel sieht man jetzt hier nicht drauf.